Leben in der Fülle, mehr als genug davon. Das ist das Versprechen, was Jesus gibt. Was heißt das? Wenn Jesus sagt, ich will, dass ihr nicht nur irgendwie existiert, sondern ich will, dass ihr Leben habt. Ich will, dass ihr wirklich spürt, dass es ein Mehr gibt. Ich glaube, es geht im Zentrum darum, dass wir die Verbindung haben zu dem, der das Leben ist, zu Jesus selber. Denn wenn wir angeschlossen sind an die Quelle, dann können wir daraus leben. Wenn wir die Verbindung zur Quelle nicht haben, dann fehlt uns das Entscheidende. Ich hoffe, dass es heute ein wenig dazu beiträgt, dass wir die Verbindung zur Quelle wieder stärker machen. Darum geht es heute, dass die Verbindung zu Jesus gestärkt wird. Und deshalb wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich habe schon so gedacht, bei einigen, die kommen, die oder die wiederkommen werden, wenn Corona vorbei ist, die müssen sich schon Namensschilder umhängen, weil ich die so lange nicht mehr gesehen habe. Aber ich freue mich, euch zu sehen, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch an alle, die online zugeschaltet sind. Schön, dass du dabei bist. Möge Gott dich genauso segnen wie jeden anderen, der hier direkt präsent vor Ort ist. Wir wollen damit anfangen, dass wir Gott ganz bewusst loben. Das ist zum Teil nur im Herzen möglich. Die, die zu Hause sind, die können von ganzem Herzen mitsingen. Die, die hier sind, dürfen nur mit Masken singen oder im Herzen. Lasst uns Zeit nehmen, um Gott anzubeten. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der's nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wälzt den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt dich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der's nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wälzt den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter als der Himmel, und deine Liebe ist tiefer als das Meer. Und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Du stehst hoch über allem, ich will dich ehren mit allem in mir. Ich werd deine Wege niemals ganz verstehen. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann dich sehen. Du bist größer, höher.
bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Jesus wiederkommt, beugt sich alle Welt vor ihm. Ketten brechen, wenn zerbrochene Herzen ihn verhehren, denn wer soll unseren Gott aufhalten? Wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm beugen. Kommt, öffnet ihm das Tor und bahnt den Weg dem Herrn, der Gott, der uns erlöst, ist hier und setzt Gefangene frei. Denn wer kann unseren Gott aufhalten? Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt. Und sein Blut befreit. Und jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm beugen. Gott aufhalten. Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Wer kann unseren Gott aufhalten? Wer kann unseren Gott aufhalten? Niemand hält ihn an. Denn er ist der Löwe von Juda. Sein Brüllen ist mächtig, er kämpft unsere Kämpfe. Und jeder wird sich vor ihm beugen. Denn er ist das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünden der Welt.
sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm beugen. Jesus, danke, dass du als der Löwe von Juda unsere Kämpfe kämpfst, dass du für uns eintrittst, wo wir nicht mehr können, dass du dastehst, wo wir einfach schwach sind und verzweifeln und dass du uns hältst und dass du uns durchträgst. Danke, dass du, mächtiger Löwe, dich klein gemacht hast, um für unsere Schuld zu bezahlen, was wir überhaupt nicht verdienen. Danke, dass du wie ein Lamm auf die Schlachtbank gegangen bist und für unsere Schuld bezahlt hast. Danke, dass wir frei sein dürfen. Danke, dass wir all unsere Schuld bei dir lassen dürfen, dass wir alles ans Kreuz bringen dürfen, dass wir frei sind in alle Ewigkeit. Danke dafür, Jesus. Amen. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 5. Kapitel, die Verse 17 bis 21. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich
ich gehöre dir. Ich will dir nah sein, ich werde dir folgen, mein ganzes Leben mit dir verlieren. Ich will dir nah sein, ich werde dir folgen, mein ganzes Leben mit dir verlieren. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen, ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir. Jesus, wir haben gerade gebetet oder gesungen, ich will dir nah sein. Sei du uns jetzt nah. Sei du uns nah, wenn wir aus deinem Wort etwas hören. Sei du uns nah, wenn wir hier singen und Gemeinschaft haben. Sei du uns nah, wenn wir vor dem Bildschirm sitzen und jetzt diese Übertragung uns anschauen. Komm du uns ganz nah. Heiliger Geist, schließ du unsere Herzen auf für Gottes Wort, dass wir offen das annehmen können. Und dann speicher du es ab in unseren Herzen und in unseren Köpfen. Danke, Jesus, dass du jetzt hier bist, dass du uns nahe kommen möchtest. Wir wollen dir nahe kommen. Amen. Ja, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das haben wir eben gerade gesungen, dass Jesus wirklich das Zentrum ist, dass er unser Herz regiert, unser Denken regiert, unser Fühlen regiert. Das meint das ja, dass Jesus wirklich das Zentrum von allem ist. Wir haben am vergangenen Sonntag versucht, darüber nachzudenken, was es grundsätzlich heißt, wenn man Christ wird. Das heißt, wenn man von diesem Zustand der totalen Gottesferne, die Bibel nennt das geistlich Totsein, hinkommt zu diesem Zustand, wo ich wirklich mit Jesus verbunden bin, wo ich lebe. Das war so ganz grundlegend der Gedanke vom letzten Sonntag, wo ich aus Epheser 2 versucht habe, mit euch darüber nachzudenken. Wer das nicht hat, wer nicht dabei sein konnte, ist herzlich eingeladen, auch nochmal einfach im YouTube-Kanal nachzugucken. Da sind ja die Predigten alle auch weiterzuhören. Und JP und ich haben dann versucht, darüber nachzudenken, was bedeutet das jetzt so ganz praktisch für uns? Und wir haben dann beschlossen, dass wir mal so eine kleine, lockere Predigtreihe darüber machen wollen, was es heißt, dieses neue Leben zu haben. Was heißt das wirklich, mit Jesus zu leben? Was ist anders als vorher? Ist das wirklich so ein neues Leben? Ist das wirklich so ein Leben in Fülle, wie es Jesus verspricht in Johannes 10, wo er sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt, damit ihr mehr habt als nur ein Tag für Tag weiter existieren, sondern damit ihr wirklich leben könnt. Was heißt das eigentlich, dieses neue Leben? Und dann haben wir gesagt, wir machen halt so eine kleine Predigtreihe über 3-4 Sonntage und versuchen da einfach mal drüber nachzudenken. Und dann habe ich zu Hause überlegt, wie machst du das denn? Wie erklärst du das denn? Ihr möchtet nicht eine theologische Vorlesung hören, ist das richtig? Ganz so laut musste das jetzt nicht sein, das Amen. Aber es geht doch darum, wirklich zu gucken, was ändert sich in meinem Leben? Was ändert sich bei mir?
Und dann ist mir, Gott sei Dank, ich hoffe unter Mitwirkung des Heiligen Geistes, eine Geschichte eingefallen, wo ich gedacht habe, die zeigt so richtig schön, worum es geht. Was das alte Leben auf der einen Seite ist und was Jesus dann wirklich neu macht. Was sich ändert, wenn ich nicht mehr nach den alten Strukturen lebe, sondern wenn ich wirklich mit dem Leben verbunden bin. Und ich möchte da mit euch eine Geschichte mir anschauen, die kennen bestimmt die meisten von euch. Da geht es um meinen Lieblingsjünger. Ah, danke schön. Haben wenigstens ein, zwei nochmal zugehört. Petrus, richtig. Petrus ist deshalb mein Lieblingsjünger, weil er immer mit vollem Herzen dabei ist und weil er dann immer mit vollem Einsatz auf die Nase fällt. Das kenne ich so ein bisschen. Ganzes Herz dabei sein, Vollgas geben, aber nicht alles bedenken, auch nicht immer sich selbst hundertprozentig unter Kontrolle zu haben und dann fällt man. Und so ist das. Die Geschichte, die ich mit euch mal angucken möchte, steht im Johannesevangelium für die, die eine Bibel dabei haben. Ich werde nur so grob darüber gehen, weil die meisten von euch die Geschichte auch kennen und das Lesen würde jetzt zu lange dauern. Es ist die Geschichte, wo Jesus gefangen genommen worden ist und Petrus, so wie er ist, kann nicht sich zurückhalten. Er muss gucken, wie geht es meinem Jesus? Wo ist er jetzt? Und so schleicht er sich heimlich zu den Leuten hin und versucht mitzukriegen, was mit seinem Jesus passiert, mit seinem Herrn und mit seinem Retter. Und man merkt, wenn man sich das nochmal so bewusst macht, er ist ja der Einzige, der sich in dem Moment da reingewagt hat. Das zeigt dieses Herz von Petrus. Und dann kommt eine Frau und sagt, sag mal, du gehörst da auch zu diesen Jesus-Anhängern. Und diese eine Frage bringt ihn zu Fall. Und er sagt, nein, Jesus, habe ich noch nie gehört, den Namen. Und dann kommt eine zweite Frau an und sagte, doch, du gehörst auch zu denen, du kommst doch auch aus Galiläa. Und er sagt, Leute, was denkt ihr? Ich habe noch nie von diesem Mann gehört, lasst mich in Ruhe. Und dann kommt ein Dritter und sagte, doch, du gehörst auch zu diesem Jesus. Und was sagt er dann? Ich will verflucht sein, wenn ich diesen Jesus kenne. Ich will verflucht sein. Und dann kräht der Hahn dreimal und er denkt daran, dass Jesus ihm das vorhergesagt hat und er geht raus und weint bitterlich. Bitterlich über sein Versagen. Aber es ist passiert. Und es wird auch ganz deutlich in der Bibel erzählt, dass beim dritten Mal ihn Jesus angeschaut hat. Das heißt, Jesus hat es mitgekriegt. Jesus hat es gehört, dieses Ich will verflucht sein, wenn ich diesen Jesus kenne. Der Verrat, den Petrus in dem Moment begangen hat, ist nicht wieder gut zu machen. Wie will man so etwas wieder in Ordnung bringen? Wie will man das wieder gut machen? Diesen Verrat, dieses Versagen, da wo Jesus jemanden gebraucht hätte, der an seiner Seite steht. Wie will man das wieder gut machen? Das ist so ein bisschen, ich habe das für mich so versucht zu übersetzen, als wenn, und das wird bei meiner Frau nie passieren, also verstehe das nur nicht falsch, das Beispiel, als wenn ich meine Frau dabei erwische, wie sie mit einem anderen Mann ins Bett steigt. Das ist nicht mehr gut zu machen. Da geht etwas kaputt, was vorbei ist. Wie will ich das wieder in Ordnung bringen? Und Petrus, wenn man sich die Geschichte anguckt, wie sie weitergeht, Petrus ist dabei, als Jesus wiederkommt. Petrus erlebt, dass er tatsächlich von den Toten auferstanden ist.
Aber am Anfang von Kapitel 21 heißt es dann, dass Petrus zu den anderen Jüngern sagt, Leute, ich gehe wieder zurück fischen. Ich gehe wieder zurück in mein altes Leben. Ich gehe wieder dahin, wo ich angefangen habe. Für mich ist die Sache vorbei, weil es keine Möglichkeit gab, das wieder in Ordnung zu bringen. Und dann kommt Jesus. Spannenderweise, mir ist das jetzt in der Vorbereitung erst richtig bewusst geworden, sind etwa 2 Wochen vergangen zwischen dem Tag, wo Petrus Jesus verraten hat, und dem Tag, wo Jesus jetzt auf Petrus zugeht. Die Situation ist folgende: Petrus hat Jesus schon mehrmals gesehen, trotzdem geht er wieder zurück in das Alte. Und auch bei diesem Mal begegnet er Jesus und es ändert erstmal nichts, bis Jesus sich Petrus ganz persönlich dann vornimmt. Und er sucht eine Situation, wo er mit Petrus alleine ist und fragt ihn dann, sag mal Petrus, hast du mich eigentlich noch lieb? Und Petrus weiß genau, worum es geht. Und er sagt, Jesus, ja, ich hab dich lieb. Und dann gibt er ihm den Auftrag, weide meine Schafe. Dann fragt er ihn ein zweites Mal, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet wieder, ja, ich hab dich lieb, du weißt das. Und er sagt wieder, dann weide meine Schafe. Und dann das dritte Mal diese Frage, Petrus, hast du mich lieb? Und dann bricht Petrus zusammen und sagt, Jesus, du weißt alles. Auf Deutsch, du weißt, wie ich versagt habe, du weißt, was ich gemacht habe. Aber wenn es irgendetwas in meinem Leben gibt, dann ist das wahr, dass ich dich lieb habe. Und da sagt Jesus, weide meine Schafe. Was macht Jesus in dieser Geschichte? Im Endeffekt gibt er Petrus neues Leben. Er holt ihn raus aus dem Alten und bringt ihn in ein völlig neues Leben hinein. Und das möchte ich mir mit euch ein bisschen genauer angucken. Dieses alte Leben, da war die Frage, wie kann ich so ein Versagen wieder in Ordnung bringen? Und das war nicht mehr in Ordnung zu bringen. Das Ding war gelaufen. Und das neue Leben hat eine völlig andere Frage, ein völlig anderes Vorzeichen. Das neue Leben fragt, hast du mich lieb? Ist die Beziehung zwischen uns noch in Ordnung? Das ist was völlig anderes, ist eine völlig andere Ebene. Bei der einen Frage geht es um Schuld. Da geht es um die Frage, wie das bezahlt werden kann, wie das wieder in Ordnung gebracht werden kann. Bei der anderen Frage geht es um eine Beziehungsebene. Völlig unabhängig von der ganzen Schuldfrage. Hast du mich lieb? Mir ist das jetzt deshalb wichtig, dass wir uns das mal ein bisschen genauer angucken, weil das ganz viel darüber aussagt, was das alte Leben ist und was das neue Leben ist, was wir in Jesus bekommen. Das alte Leben, und ich habe das mal so ein bisschen versucht gegenüberzustellen, das alte Leben wird definiert durch mein Tun. Das alte Leben wird definiert durch mein Tun. Das heißt, wenn ich lüge, bin ich ein Lügner. Wenn ich versage, bin ich ein Versager. Wenn ich stehle, bin ich ein Dieb. Wenn ich morde, bin ich ein Mörder. Und wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, bin ich ein Verkehrssünder. Mein Tun definiert, wer ich bin. Das ist das alte Leben. Das ist Religion. Das ist das, was im Alltag erstmal normal ist. Und gerade in unserer heutigen Zeit können wir das unglaublich gut sehen.
das genau die Wirklichkeit unserer Welt ist. Wenn wir die sozialen Medien anschauen, dann wird nur noch geguckt, was hat jemand getan, und dementsprechend kriegt er ein Schild aufgepackt und dann ist er vernichtet. So funktioniert das heute. Du hast etwas Bestimmtes getan und das bist du. Das ist unsere Welt. Das sind die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Das neue Leben, was Jesus anbietet, hat eine völlig andere Definition. Es ist nicht mehr abhängig von dem, was ich tue, sondern es ist abhängig von der Beziehung, die ich habe. Zu wem gehöre ich? Ich versuche das jetzt mal deutlich zu machen anhand meiner Kinder, weil das anhand meiner Kinder mit der Beziehung sehr klar wird. Und das, was ich jetzt über meine Kinder sage, hat nichts mit der Realität zu tun. Ja, nur damit wir uns da vorab verstehen. Es ist nur zur Verdeutlichung Machung. Okay? Also, mein Kind ist mein Kind. Warum? Weil es zu mir gehört, weil ich es gezeugt habe, weil ich es mit meiner Frau zusammen großgezogen habe, weil wir es lieben. Es ist mein Kind. Was passiert jetzt, wenn mein Kind lügt? Es ist mein Kind. Was passiert, wenn mein Kind stiehlt? Es ist mein Kind. Was passiert, wenn mein Kind mich verrät? Es ist mein Kind. Was passiert, wenn mein Kind wegläuft? Es ist mein Kind. Selbst wenn es irgendwann zu einem verlorenen Kind wird. Aber es ist mein Kind. Merkt ihr, das Entscheidende ist nicht mehr, was mein Kind tut, sondern dass es mein Kind ist. Das ist das neue Leben, was Jesus uns gibt. Unabhängig davon, was ich tue, unabhängig, wo ich versage, unabhängig davon, wo ich scheitere. Ich bin Kind. Wie schrecklich wäre es sonst, Christ zu sein? Wie furchtbar! Denn der Heilige Geist gibt uns ein viel tieferes Verstehen, wo wir scheitern. Und wenn ich dann davon abhängig bin, was ich tue, dann kann ich mich sofort nur noch vom höchsten Turm oder von der höchsten Brücke stürzen und hoffen, dass es möglichst schnell vorbei ist. Aber wenn mein Tun nicht mehr mein Sein definiert, wenn ich Kind bin, weil einer mich als Kind angenommen hat, egal was ich tue, dann verändert sich alles. Merkt ihr, das neue Leben hat ein anderes Vorzeichen. Du bist ein geliebtes Kind. Papa im Himmel freut sich, wenn er dich sieht. Da strahlen die Augen. Da gehen die Arme auseinander. Und es ist völlig egal, wie deine Woche ausgesehen hat. Es ist völlig egal, wo du gescheitert bist. Papa hat dich lieb. Papa nimmt dich in die Arme und sagt schlicht und einfach, wie schön, dass du da bist. Das ist ein großer Teil des neuen Lebens. Papa hat dich lieb. Jetzt werden einige vielleicht sagen, ja, aber kannst du denn so einfach über die Sünde hinweggehen? Ja, kann ich. Warum? Weil mein Jesus die Frage der Sünde ein für alle Mal erledigt hat. Weil die Sünde ihre Macht verloren hat, weil sie am Kreuz bezahlt worden ist. Weil wenn Gott mich sieht, wenn der Vater im Himmel mich sieht, dann sieht er nicht mein Scheitern. Weil das Scheitern hat Jesus ans Kreuz getragen. Das ist nicht mehr da. Das ist nicht nur ein bisschen übermalt worden, wie ein Fleck in der Wand.
Es ist nicht mehr da, weil es ans Kreuz getragen worden ist. Das ist neues Leben. Das können wir manchmal nicht denken, weil wir uns dessen sehr bewusst sind, wo wir gescheitert sind, wo wir versagt haben. Und das weiß ich von mir genauso wie du wahrscheinlich von dir. Aber der Vater im Himmel ist nicht mehr in der Lage, dein Scheitern zu sehen, weil Jesus am Kreuz es in Ordnung gebracht hat. Er hat es weggenommen. Er hat es auf seine Schultern gepackt, damit es nicht mehr auf deinen Schultern lasten muss. Das ist neues Leben. Sonst könnten wir niemals nach Hause laufen zum Vater im Himmel, wenn das nicht so wäre. Ich kann mir das manchmal nicht vorstellen, das sage ich ganz ehrlich. All mein Versagen, all mein Scheitern ist weg bei Jesus und bei mir ist nichts mehr zu finden. Genau das ist es. Alles weg. Jede einzelne Geschichte weg. Die Bibel nennt das Vergebung. Neues Leben. Die Beziehung zu meinem Vater im Himmel, die Beziehung zu Jesus ist heile. Das ist das neue Leben. Ich möchte mit euch noch ein ganz bisschen weiterdenken aus dieser Definition heraus, ob ich durch mein Tun definiert werde oder durch meine Beziehung. Lasst uns noch mal einen Schritt weitergehen, weil das hat jetzt ganz viel auch mit meinem Leben zu tun. Und vielleicht kannst du mir die nächste Folie noch mal geben. Das alte Leben, und es ist ganz wichtig, dass wir das klar kriegen, das alte Leben wird bestimmt durch mein Tun. Und an dem Punkt sind wir bei der Religion. Und ich sage das so deutlich, weil Christentum kann zur Religion werden. Nicht Jesus. Jesus kann nicht zur Religion werden. Aber das Christentum, die Kirchlichkeit, die Institution, meine Vorstellung von der ganzen Geschichte kann zur Religion werden, wenn es nämlich im Zentrum um mein Tun geht. Dann rutscht die Beziehung an die Seite. Religion hat immer mein Tun im Blick und nicht im Zentrum meine Beziehung. Und wenn es um Religion geht, auch im christlichen Sektor, es gibt viele Kirchen, da ist ganz, ganz, ganz viel Religion drin. Immer dann, wenn plötzlich Regeln im Vordergrund stehen, wenn Gebote im Vordergrund stehen, wenn in welcher Form es auch immer heißt, wenn du ein guter Christ sein willst, dann musst du die Umwelt beachten, dann musst du tolerant sein, dann musst du dich sonntagmorgens anständig kleiden, dann musst du dies und das und jenes und solches tun. Wenn, dann. Das ist Religion definiert über mein Tun. Das neue Leben, was Jesus uns verspricht, ist etwas völlig anderes. Mir ist das nochmal bewusst geworden. Ich habe diese Woche den Hebräerbrief in meiner stillen Zeit gelesen, dass man das auch an den Worten erkennen kann, mit denen geredet wird. Es gibt eine Reihe von Worten, die kann ich nur mit Geboten und Regeln und Vorgaben in Verbindung bringen. Ich tue das, was mir gesagt wird, ich gehorche, ich arbeite etwas ab, ich halte mich an bestimmte Dinge. Aber so etwas wie, so ein Wort wie Glauben oder wie Vertrauen, das ist nicht etwas, was ich in dem Sinne tun kann, sondern das sind Beziehungsworte.
mir ist nochmal ganz neu bewusst geworden, die Bibel benutzt ein Wort für an Gott glauben, was im allertiefsten Kern eine Vertrauensaussage ist. Ich vertraue Jesus. Ich vertraue ihm mein Leben an. Ich vertraue seinen Worten. Das ist eine Beziehungsgeschichte. Aus diesem Vertrauen heraus kommt ein bestimmtes Handeln auf meiner Seite, weil ich meinem Gott glaube, weil ich ihm vertraue, weil ich einfach daran festhalte, dass er weiß, was für mich gut ist. Aber die Reihenfolge ist komplett umgekehrt. Ich tue nicht etwas, um bei Gott gut dazustehen, sondern ich vertraue meinem Jesus und ich glaube ihm und ich halte an diesen Worten fest, weil ich einfach nichts Besseres weiß, als ihm zu vertrauen, dass er mein Leben in seiner Hand hält, dass er mich kennt. Neues Leben bedeutet, ich kann eine Beziehung leben. Und noch wichtiger, es geht nämlich noch weiter. Und deshalb habe ich das da bewusst auch mit reingenommen. Im alten Leben ist es so, dass die Regeln und die Gebote und die Vorschriften und was auch immer wir uns ausdenken, vor mir steht. Dann steht da ein Schild vor mir, so wie ein Stoppschild oder ein Vorfahrtbeachtenschild oder ein Parkenverbotenschild. Und dann sehe ich dieses Schild und dann halte ich mich daran oder auch nicht. Beim Glauben an Jesus ist es etwas anderes. Im Hebräerbrief, ich muss euch das mal eben vorlesen, es ist heute Morgen nochmal, als ich das durchgelesen habe, ist es mir nochmal so aufgefallen, ich habe es mir dann auch ganz dick angestrichen. Im Hebräerbrief in Kapitel 8 steht, da sagt Jesus, ich will mein Gesetz in ihr Herz hineingeben. Ich will meine Worte, ich will das, was Gesetz ist für uns immer das Gebot, aber im tiefsten ist es das, was Gott für uns vorhat. Ich will das, was ich für euch vorhabe, ich will mein Herz für euch in euch hineinlegen. Und zwar dort, wo unser Beziehungszentrum ist. Ich will meinen Willen für euch in euer Herz hineinlegen, damit ihr versteht, wie gut ich es meine. Nichts mehr mit Schildern oder so, sondern Gott sagt, ich will, dass ihr im tiefsten, in eurer Existenz, im Kern eurer Existenz, auf der Beziehungsebene versteht, wie gut ich es mit euch meine. Und dann kommt eine Aussage, die auch das deutlich macht, worum es geht, dass er sagt, ich will euer Gott sein. Ihr sollt mein Volk sein. Das ist eine Seinsaussage und keine Tun-Aussage. Da geht es nicht darum, was ich tue, sondern wer ich bin. Gott sagt da ganz deutlich, ich will dein Vater im Himmel sein. Und du sollst mein Kind sein. Neues Leben in Jesus. Wo Jesus in mir ist und in mir wohnt, ist Beziehung zum Vater im Himmel. Das macht mich aus. Alles andere muss ich dem unterordnen. Nochmal zurück zu dem Beispiel von Eltern und Kindern. Einige von euch haben Kinder. Bei einigen sind die schon groß, bei anderen noch nicht ganz so groß. Kinder durchleben verschiedene Phasen. In manchen Phasen sind sie richtig süß. Das ist meistens, wenn wir sie noch diese Größenordnung haben. In anderen Phasen sind sie dann äußerst anstrengend. Die Phase hält meistens so von 3 bis 23 durch. 21 natürlich nur. Kinder
wenn man die so hat über viele Jahre, das sind viele anstrengende Tage, viele Zeiten, wo man auch manchmal als Eltern zu Hause sitzt und betet und weint um die Kinder und hofft und manchmal auch verzweifelt. Was ändert das daran, dass es meine Kinder sind? Null. Null. Wenn sie nach Hause kommen, gerade wenn sie kleiner sind und die Arme ausstrecken und Papa rufen, dann vergesse ich alles. So ist das beim Vater im Himmel. Das Kindsein ist unabhängig davon. Und das neue Leben, was Jesus dir verspricht, heißt schlicht und einfach, du wirst ein Kind und niemand kann dir das wieder rauben. Und weil Gott so sehr an dir hängt, man kann es nicht anders ausdrücken, weil er so sehr an dir hängt, gibt er seinen Heiligen Geist in dich hinein, lässt er Jesus in dir wohnen, damit diese Beziehung fest wird und fest bleibt. Das ist das neue Leben. Das Einzige, was ich tun muss, ist, dass ich meinen Stolz aufgebe, meine Selbstgerechtigkeit und sage, ja, Jesus, du hast recht, ich brauche dich. Und dann werde ich aus einem verlorenen Kind zu einem Kind, das nach Hause kommt. Das ist das Einzige. Alles andere macht er. Er sorgt dafür, dass ich Kind werde und Kind bleibe. Vater hat dich lieb. Papa hat dich lieb. Und nichts, was du tust, kann daran etwas ändern. Amen. Jesus, du großer Herr, du Heiland, danke, dass das wahr ist, dass dieses neue Leben Wirklichkeit ist, dass wir nicht mehr an dem gemessen werden von dir, was wir tun, sondern dass wir Kinder sind und Kinder bleiben. Jesus, danke, dass wir darauf aufbauen können, dass wir daran festhalten können, dass wir bei allem Scheitern nach Hause laufen können, weil das bleibt bestehen, dass wir deine Kinder sind. Jesus, danke, dass du uns zu diesen Kindern machst. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir beten darum, dass wir mehr und mehr lernen, als deine Kinder zu leben. Amen. Seinen dir, du.
es gibt Tage, die scheinen ohne Sinn. Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin und ich frag, wo sie geblieben sind. Meine Zeit steht in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein. Wir wollen noch gemeinsam beten und ihr seid herzlich eingeladen, wenn es euch möglich ist, mit mir dazu aufzustehen. Jesus, danke. Danke, dass du uns das Recht gibst, uns deine Kinder nennen zu dürfen, wenn wir an deinen Namen glauben und dich in unser Leben aufnehmen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns dieses Bewusstsein wirklich ins Herz hämmerst und dass uns nichts auf dieser Welt aus dieser Identität als dein Kind hinausführen kann und dass du uns stark machst in dieser Beziehung zu dir und in dem Bewusstsein, wir sind Kind Gottes, egal was passiert. Jesus, ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass wir als Gemeinschaft der Kinder Gottes zusammenstehen können, uns ermutigen können, Schritte zu gehen in diesem neuen Leben, aus dieser Beziehung heraus, Vertrauensschritte auf dich zu, dass wir wachsen können, jeder für sich, aber auch wir als Gemeinde, als Gruppe, zu dir hin, Jesus, dass du unsere Herzen veränderst, dass wir immer näher an deinen Herzschlag herankommen. Jesus, und ich bitte dich, dass wir als Gemeinde hier in Bremen strahlen dürfen, dass wir dein Licht in die Welt hinaustragen dürfen, nach Bremen hinaus. Ich bitte dich für unsere Brüder und Geschwister hier in Bremen, ich bitte dich für die Brüder und Geschwister in Deutschland und weltweit, dass gerade in dieser chaotischen Zeit wir als Gemeinschaft der Kinder Gottes hell strahlen dürfen. Und es in die Welt hinausruft an alle verlorenen Kinder, dass du mit offenen Armen dastehst und auf sie wartest. Jesus, und wir wollen ganz bewusst auch für diejenigen beten, die Entscheidungen zu treffen haben, die in Positionen sind, in denen sie Macht haben, in den Medien, in der Politik, auch in Kirche, Herr. Und ich bitte dich, dass du ihnen begegnest und dass du ihnen Weisheit schenkst und kluge Gedanken in ihr Herz gibst. Jesus, dass sie uns weise führen durch diese seltsame Zeit und dass sie anfangen, danach zu fragen, was dir wichtig ist. Jesus, du kennst unsere Herzen. Du kennst das, was uns gerade bewegt. Und all die Dinge, die wollen wir vor dich bringen, zusammengefasst in dem Gebet, das du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
Rüdiger hat jetzt noch ein paar Informationen für euch. Nicht abgesprochen, klappt aber gut. Ne? Sehr gut. Wie es die nächsten Wochen so weitergeht. Also auf meinem Zettel steht, dass ja eigentlich jemand anders die Abkündigung machen sollte. Ja. Die Kollekte ist bestimmt für unseren Förderverein. Wir bezahlen große Teile unserer Arbeit selbst. Da freuen wir uns immer, wenn ihr uns unterstützt. Gott hat das nämlich ganz pfiffig gemacht. Er hat uns genügend Geld gegeben, aber er hat es vorab in eure Portemonnaies getan, damit ihr uns großzügig bedenken könnt. Sowohl ihr, die ihr hier anwesend seid, als auch ihr, die ihr online seid. Ihr findet online die Kontoverbindung dann am Ende des Gottesdienstes und auf der Website. Die Gottesdienste laufen weiter. Kinder ab 10 Jahren sind erlaubt. Das ist im Augenblick noch ein bisschen schwierig. Aber es ist halt so. Wir versuchen gerade mit Hochdruck dafür zu sorgen, dass wir nach den Sommerferien wieder Kinderkirche anbieten können. Wie wir das ganz genau machen, das kann euch Manuel erzählen. Nein, wir arbeiten tatsächlich daran, weil ich glaube, dass es wichtig ist und da gucken wir einfach, wie das klappt. Senioren treffen sich auch in den Ferien, ganz wichtig. Wir machen dieses Jahr keine Sommerpause bei den Senioren, weil wir schon so eine lange Pause von März bis Juni hatten. Deshalb laufen die Senioren in den Sommerferien weiter. Das Kirchcafé ist gleich draußen wieder im Kaffeegarten. Dazu brauchen wir noch 2, 3 kräftige Männer, die noch eben ein paar Tische rausschleppen. Aber ansonsten seid ihr herzlich eingeladen. Wir machen das so, dass wir uns an 2 Tischen zusammensetzen, jeweils mit einer Maximalzahl von 10 Leuten. Wenn es mehr werden, dann setzen wir uns an 3 Tischen zusammen. Denn diese 10er-Gruppe, das ist das, was nach neuestem Recht erlaubt ist. Matthäus Bibellese, ich hoffe, ihr seid dabei. Einige nicken, einige schütteln mit dem Kopf. Ich hoffe, ihr, die ihr online dabei seid, ihr seid ja etwas fitter, dass ihr dabei seid. Es geht nicht darum, dass ihr möglichst brav zuhört, was euer Pastor sagt. Das ist nicht das Entscheidende. Es geht darum, dass jeder Tag mit Gottes Wort gefüllt wird und geprägt wird. Das ist wie wenn man morgens eine bestimmte Ausrichtung schafft, wo man in eine bestimmte Richtung hingeht, dann wird der ganze Rest des Tages dadurch geprägt. Und darum geht es. Deshalb hoffe ich, dass ihr mitlest oder nachlest, das ist genauso gut. Ihr findet alles online. Dann noch, jeden Sonntagabend ist wieder Gebetsgottesdienst. Das halten wir für ganz wichtig in dieser schwierigen Zeit, denn das Gebet ist ein Teil der Sache, wo wir unsere Beziehung mit Jesus pflegen, wo er auch mal mit uns reden kann und wir ganz bewusst ihm antworten durch das, was wir ihm auch hinbringen. Ich möchte euch dazu einladen, 19.30 Uhr bis 21 Uhr ist immer sonntagabends Gebetsgottesdienst. Das war, glaube ich, alles Wichtige. Habe ich was vergessen? Mein Team schüttelt den Kopf, dann lasst uns zum Segen Gottes aufstehen. Der Herr segne dich. Und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er hebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag. Und bis gleich. Schön, dass du heute Morgen mit dabei warst. Egal, ob du im Wohnzimmer schaust, auf dem Fernseher oder vielleicht noch im Bett liegst und auf dem Handy guckst. Egal, ob du aus Bremen kommst oder von ganz woanders her bist, wir freuen uns von Herzen, dass du heute Morgen mit uns gemeinsam Gottesdienst gefeiert hast. Wir, das sind die Abraham-Gemeinde aus Bremen-Kattenturm und wir glauben an den einen lebendigen Gott. Wir glauben an Jesus Christus und wir leben ein Leben für ihn und mit ihm. Und wir wollen dich herzlich einladen, wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, wenn du nicht weißt, was es bedeutet, ein Leben mit ihm zu leben. Und ob du das auch kannst und wie das geht, dann frag uns einfach, komm mit uns in Kontakt, schreib uns E-Mails, WhatsApp, ruf uns an, nutz die Social-Media-Kanäle, die wir haben, Facebook, Instagram oder auch YouTube
um deine Fragen loszuwerden und mit uns ins Gespräch zu kommen. Oder besuch uns einfach in der Anna-Stiegler-Straße 124. Unser Café hat nun auch wieder auf, sonntags bis donnerstags 15 bis 18 Uhr. Ein toller Ort, um in ganz gemütlicher Atmosphäre in Ruhe mal seine Fragen loszuwerden oder auch so einfach ein bisschen zu quatschen bei einer Tasse Tee oder Kaffee und einer Kugel Eis. Wir freuen uns, wenn du vorbeikommst. Aber auch online geht es weiter. Wir haben neben den Gottesdiensten, die wir weiter online mit euch feiern, auch eine tägliche Bibellese mit einer Videoandacht dazu. Lesen, Lernen, Leben nennen wir das. Aus dem Grund, dass wir die Bibel einmal gemeinsam lesen wollen, abschnittweise. Wir lesen entweder durch ein biblisches Buch oder vielleicht auch mal über eine Person, wie wir das jetzt gerade tun. Und wir wollen die Bibel lesen, wir wollen aus ihr lernen, was es mit unserem Leben zu tun hat. Und wir wollen dann das auf unser Leben anwenden. Denn wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass sie ein guter Wegweiser ist dafür, wie unser Leben gelingen kann. Denn Gott meint es gut mit dir und mit mir. Wenn du Kinder hast oder ein Kind bist, dann schau doch mal am Mittwoch oder auch am Sonntag vor dem Online-Gottesdienst bei YouTube rein. Dort gibt es die Himmelsabenteuer. Da erzählen wir biblische Geschichten kindgerecht, haben auch Musik, zu der wir uns bewegen, ein bisschen fetzig unterwegs sind. Wenn du da Lust hast, mal reinzuschauen, herzliche Einladung am Mittwoch und am Sonntag. Verteil den Link auch gerne an deine Freunde, an deine Nachbarn. Und damit du auf keinen Fall verpasst, wenn irgendwas passiert auf unserem YouTube-Kanal, lass uns ein Abo da. Dann kriegst du immer, wenn wir etwas hochladen, immer wenn es etwas Neues gibt, eine Meldung auf deinem Handy und du bist einer der Ersten, die es dann sehen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Sonntag. Schön, dass du dabei warst. Sei gesegnet. Bis bald. Ciao.